möglich. Der 58-jährige Unternehmensberater Roland G. ist beruflich sehr erfolgreich. Was nur wenige Menschen aus seinem Umfeld wissen, Roland G. ist homosexuell und besucht ab und zu den Straßenstrich. Steht das im Zusammenhang mit seiner brutalen Ermordung? Auch die ZDF-Sendung Aktenzeichen XY hat zur Aufklärung dieses Falles beigetragen. Eine eiskalte Hinrichtung neben einem Auto. Eine dramatische Verfolgungsjagd. Und ein Unternehmensberater mit einem Geheimnis. Wer hat Roland G. 1998 in Zürich umgebracht? Die Fernsehfahndung Aktenzeichen XY ungelöst hat versucht, den Täter zu ermitteln. XY-Experte Ralf Döbele begibt sich noch einmal auf die Spur des aufsehenerregenden Mordes. Roland G. war 57 Jahre alt, er war gebürtiger Deutscher, lebte aber schon seit geraumer Zeit in der Schweiz und hatte auch die schweizerische Staatsbürgerschaft. Er war als Unternehmensberater tätig und genoss in Managementkreisen einen sehr, sehr guten Ruf. Hallo? Im Privatleben von Roland G. gibt es jedoch etwas, von dem nur wenige Menschen wissen. Roland G. war homosexuell, er ging auch recht offen damit um. Freunden und Bekannten gegenüber erwähnte er allerdings nicht, dass er auch gelegentlich Ausflüge ins Rotlichtmilieu zum Straßenstrich in der Zähringer Straße in Zürich machte. Für Roland G. ist der 16. März 1998 zunächst ein normaler Tag. Bis 17 Uhr arbeitet er in seinem Büro in der Nähe von Zürich. Abends wird er von einer Bekannten besucht. Wir sind hier in Zollikerberg, etwa 25 Kilometer von dem Wohnort von Roland G. entfernt. Gegen 20.45 Uhr suchte hier an der Haltestelle der Forchbahn ein Unbekannter eine Telefonzelle auf. Er wählte eine Nummer, die Nummer zum Privathandy von Roland G. Der nahm den Anruf auch entgegen, was an diesem Abend von seinem Gast bemerkt wurde. Gegen 22 Uhr beobachtet eine Frau in unmittelbarer Nähe der Bahnstation offenbar den späteren Täter. Ein junger Mann hielt sich dort auf, schien auf jemanden zu warten und der Frau war es damals unangenehm, an dem jungen Mann vorbeigehen zu müssen. Dann fuhr eine schwarze Limousine vor, ein Mercedes mit einem älteren Mann am Steuer. Der junge Mann stieg ein auf der Beifahrerseite. Bei dem Fahrer handelte es sich um Roland G. Nur 3 Kilometer entfernt kommt ein Zeuge kurz darauf Roland G. in seinem Auto entgegen. Der Autofahrer wird Zeuge, wie Roland G. während der Fahrt von seinem Beifahrer beschossen wird. Die Situation ist dramatisch. Helfen Sie mir! Hilfe! Der Autofahrer fuhr dann rechts ran. Er sah aus einiger Entfernung, wie Roland G. schwer verletzt aus seinem Auto fiel. Der Täter schien zunächst die Flucht zu ergreifen, doch dann kehrte er um, lief erneut auf Roland G. zu und versetzte ihm einen tödlichen Schuss direkt in den Kopf. Danach stieg er ins Auto und raste davon. Der Tote konnte relativ schnell identifiziert werden und von diesem Zeitpunkt wusste die Polizei dann auch, mit welchem Auto der Täter unterwegs war. Das Fluchtfahrzeug wurde dann an diesem Abend noch mehrfach gesehen. Der Täter rast mit dem gestohlenen Wagen quer durch die Region und fährt schließlich Richtung Vierwaldstätter See, wie in der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY ungelöst später grafisch rekonstruiert wird. Die Polizei versucht, den Mercedes zu stoppen, unter anderem mit Hilfe einer Straßensperre. Doch der Flüchtige umkurvt sie und rast mit 200 Stundenkilometern durch den Ort. Zunächst entkommt er so der Polizei. Doch dann wird der Wagen ganz in der Nähe gefunden, nach einem Unfall, völlig demoliert im Straßengraben. Der Fahrer ist verschwunden. Unter anderem bleiben Tatwaffe und Basecap des Täters zurück. Etwa 400 Meter von der Unfallstelle entfernt fanden dann am nächsten Tag spielende Kinder einige Gegenstände, die ebenfalls dem Täter gehört hatten. Und zwar fanden sie seine Hose, die noch einen Aufkleber mit der Größenbezeichnung trug. Und in den Hosentaschen fanden sie mehrere Telefonkarten und, besonders wichtig, einen Zettel mit einer handschriftlichen Telefonnummer. Dieser Zettel stammte nachweislich aus einem Blog von Roland G. Der Blog lag in dessen Auto und auf dem Zettel war auch die private Handynummer von Roland G. notiert. Die Polizei ist sicher, dass der Unfallfahrer der Mörder von Roland G. ist und dass er ihn kannte. Roland G. lebte damals in einer Beziehung zu einem 21 Jahre alten Mann.
Die zuständigen Ermittler fanden im Auto des Getöteten auch mehrere Gegenstände des jungen Mannes, aber der Mann selbst war nicht auffindbar. Deshalb geriet er für kurze Zeit sogar unter Tatverdacht. Die Kripo versuchte ihn zu finden. Schließlich konnte er auch aufgespürt werden. Es stellte sich allerdings heraus, zum Tatzeitpunkt hatte sich der Mann in seinem Heimatland Polen aufgehalten. Er schied also als Täter aus. Da die Polizei auch in den folgenden Wochen den Täter nicht ermitteln kann, wird die ZDF-Fahndungssendung Aktenzeichen XY ungelöst eingeschaltet. Fast wäre der Fall kein Fall für XY geworden, denn die Polizei hätte den Mörder beinahe gefasst. Im Zentrum der XY-Ausstrahlung standen jene Gegenstände, die im Auto des Opfers zurückgeblieben waren, die der Täter zurückgelassen hatte. Da war einmal seine Tatwaffe, eine Pistole der Marke Glock, wie sie damals in der Schweiz nicht besonders gebräuchlich war, auch nicht in Verbrecherkreisen. Außerdem war im Fahrzeug die weiße Basecap des Täters zurückgeblieben. In der Sendung wurde außerdem ein Phantombild des Täters gezeigt, das basierend auf den Zeugenangaben angefertigt worden war. Der Filmfall über den Mord sorgt insbesondere in der Schweiz für großes Aufsehen. Es gingen zahlreiche Hinweise im Fall Roland G. ein, vor allem auf das Phantombild. Nach der Sendung wurden dann auch zahlreiche Personen überprüft durch die Kantonspolizei. Es wurden auch DNA-Proben genommen, es gab aber keine Übereinstimmung und letztendlich schieden all diese Personen als Täter aus. Um den Mord an Roland G. zu klären, muss gut 2 Jahre später erst noch ein weiteres Verbrechen passieren. Im Dezember 2000 nahm die Kantonspolizei Zürich einen 22 Jahre alten Schweizer fest, Boris R. Der hatte kurz zuvor eine Prostituierte vergewaltigt. Dem zuständigen Ermittler fiel auf, dass der Mann eine frappierende Ähnlichkeit zu dem Phantombild aus dem Fall Roland G. hatte. Und so wurde Boris R. auch zum Fall Roland G. vernommen. Und schon bald danach legte er ein Geständnis ab. Im November 2002 beginnt die Gerichtsverhandlung gegen Boris R. wegen des Mordes. Zunächst am Bezirksgericht Meilen, dann am Obergericht Zürich. Dabei schilderte der Angeklagte, dass er 11 Tage vor dem Verbrechen am Limmatkai in Zürich spazieren gegangen sei. Dann hätte eine dunkle Limousine neben ihm angehalten und der ältere Fahrer, Roland G., hätte ihn gebeten, zu sich ins Auto zu steigen. Dies tat Boris R. Allerdings schilderte er dann auch, dass Roland G. ihn zu diesem Zeitpunkt unsittlich berührt hätte, sexuell belästigt hätte. Er wollte daraufhin aus der Limousine aussteigen. Roland G. drückte ihm aber noch den Zettel mit seiner privaten Handynummer in der Hand und forderte ihn auf, er könne sich doch mal melden, er würde ihm gefallen. Doch warum nimmt der Angeklagte danach wieder Kontakt zu Roland G. auf? Tatsächlich schilderte Boris R., dass er nach dem Vorfall am Limmatkai Rachegedanken gegen Roland G. gehabt hätte. Auch aus Hass auf Homosexuelle wollte er Roland G. in eine Falle locken, ihn demütigen, ihn entführen. Zu diesem Zweck besorgte er sich in der Unterwelt von Zürich die Tatwaffe. Als er dann aber zu Roland G. ins Auto stieg, eskalierte die Situation relativ schnell. Es kam zu einem Handgemenge und er schoss mehrfach auf Roland G., kam dann zum Auto zurück und tötete ihn mit einem Kopfschuss. Vor Gericht ändert der Angeklagte im Laufe des Prozesses seine Aussage, spricht von Wahnvorstellungen, die er nach der gemeinsamen Begegnung mit dem späteren Opfer gehabt haben will. Insgesamt 2 Revisionsverfahren bringen am Ende dennoch dasselbe Ergebnis. Boris R. muss wegen des Mordes an Roland G. und der Vergewaltigung an der Prostituierten für 14,5 Jahre ins Gefängnis. Ja, und damit danke fürs Zugucken. Das Hallo Deutschland-Team verabschiedet sich für heute. Wir sehen uns aber sehr gerne morgen wieder. Jetzt gute Unterhaltung mit der SoKo Köln. Bis dann. Tschüss.